Die generalisierte Pflege ist eine Ausbildung für 3 Pflegeberufe. Die generalisierte Pflege bedeutet, dass man aus 3 Berufsbildern ein Berufsbild geschaffen hat. Das heißt, diese 3 sind einmal Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und Altenpflege. Daraus hat man den Beruf der Pflegefachkraft, Fachmann, Fachfrau geschaffen. Die Vorteile der generalistischen Ausbildung sind, dass man sich am Ende der Ausbildung frei entscheiden kann, in welchem Fachbereich man arbeiten möchte. Außerdem durchläuft man ja verschiedene Fachbereiche, die Altenpflege oder die Kinderkrankenpflege und die Akutpflege. Und durch diese Erfahrungen, die man in der Ausbildung macht, findet man vielleicht dann auch den Impuls, in welchem Bereich man nach der Ausbildung am liebsten arbeiten möchte. Außerdem ist die Ausbildung EU-weit anerkannt. Als Nachteil könnte man sehen, dass die ausgelernte Pflegefachkraft sich eher für Bereiche entscheidet, die sie in der Ausbildung attraktiver kennengelernt hat und dass sie sich auch eher für einen Bereich entscheidet, wo die Bezahlung auch attraktiver ist.